Wir wollen, dass alle Menschen gute, bezahlbare Wohnungen haben. Es gibt genug bereits versiegelte Flächen, auf denen sie gebaut werden könnten. Menschen sollen an Arbeitsplätzen arbeiten, die sie weder psychisch noch physisch erschöpfen. Wir kämpfen gegen Armut und Verelendung so vieler Menschen durch die Hartz-IV-Gesetze der früheren SPD-Grünen-Bundesregierung und gegen die Entrechtung von kranken, arbeitslosen und wohnungslosen Menschen. Wir wollen auch nicht, dass Geflüchtete, Wanderarbeiterinnen sowie Sintize und Romnia unsichtbar gemacht und an den Rand der Stadtgesellschaft geschoben werden. Der alltägliche und strukturelle Rassismus in Frankfurt, beim diskriminierenden Umgang mit schwarzen Menschen und Persons of Color, bei der Job- und bei der Wohnungssuche, beim Racial Profiling durch die Polizei und in Behandlung von Antragstellenden in der Ausländerbehörde muss aufhören. Wir wollen die Umorganisierung dieser Behörde und ihrer Verlegung aus dem Ordnungsamt in ein selbstständiges Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Wir stehen solidarisch und verlässlich an der Seite von Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Einige von uns betrifft das selbst. Der Antisemitismus findet sich in Frankfurt in völlig unterschiedlichen Milieus. Wir klären seit Jahren auf, streiten und kooperieren mit Gleichgesinnten. Wir schlagen zum Beispiel vor, dass jede Schulklasse verpflichtet wird, pädagogisch bestens vorbereitet, wenigstens einmal eine KZ-Gedenkstätte zu besuchen.